Hallo und herzlich willkommen zurück zu Empire Total War mit unserem schönen Preußen. Und wir waren zuletzt hier in München in Bayern gestanden und es raucht hier schon richtig. Unsere Kanonen haben hier schon einiges geleistet. Und ja, ich habe mir überlegt, was wir machen, belagern oder direkt angreifen, und ich habe mich für den direkten Angriff entschieden. Wir haben ja hier den General vorher mal getötet und wir haben einen sehr guten General, Rittermeister. Überlegener General, angreifender General, kaltköpfig und der Beschuss. Na gut, wir greifen an. 4735, Leopold von Anhalt-Dessau gegen Johann Baptist Lenz, 1668, aber sehr viele Milizen dabei. Schauen wir mal. Sieg. Oh, aber zu einem hohen Preis. 700 Mann haben wir verloren, fast 800. Das war echt ein hoher Preis für München. Und wir haben natürlich kein Geld, um hier die Sachen zu reparieren. Boah, schaut mal, wie teuer das Ganze ist. Eieiei. Gut, das heißt, wir brauchen Geld. Das heißt, ich würde sagen, das wird jetzt mal eine Folge werden. Erstmal haben wir Bayern vernichtet. Wo wir Technologien verkaufen. Ich denke, das ist eine gute Möglichkeit. Oh ja, gut, die sind sogar recht zufrieden, wenn wir die Sachen reparieren. Das heißt, wir können hier die Forschung auch beibehalten. Jetzt haben wir vier Sachen, wo wir forschen können. Da geht alles jetzt sehr schnell. Das kann ich euch versprechen. Die fünf nehmen wir hier mal. Das dauert nicht so lang. Das ist ganz gut. Den Spion nehmen wir hier schon mal bitte raus. Der kann schon mal hier hinlaufen. Etwas schneller, bitte. So. Genau, und wir müssen jetzt handeln und Diplomatie führen. Wer mag uns denn? Die Briten. Sprungbajonett. Und wir hätten gerne dafür 500. Haben sie leider abgelehnt. Die zwei Sachen für 700. Ja, das haben sie gemacht. Okay, sehr gut. Dann die zwei Sachen. 800. Ja, sehr schön. Sie tun irgendwie oft einzelne Technologien nicht verkaufen wollen. Gut, vielleicht waren die 500 jeweils auch zu viel. 400 jeweils ist besser. Jawohl, zack. Schaut, da machen wir gutes Geld. Und weil irgendwann bekommen die ja eh die Technologien, dann können wir sie jetzt auch verkaufen und damit noch Geld verdienen. Die Osmanen mögen uns, aber die feilschen immer so schrecklich. Das werdet ihr vielleicht sehen. Also, wir verkaufen hier zwei Sachen für 800. Mal schauen, was sie da sagen. Oh, ein zufriedenstellender Abschluss. Sehr gut. Machen wir mal so lang weiter. Nein. Jetzt sind sie schon dagegen. Mal schauen, ob es nur in den Technologien liegt. Wir gehen jetzt hier mal auf 700. Und handeln. Nein. Nee, die wollen da echt nicht. Na gut. Polen, denen will ich aber keine militärische Technologie verkaufen. Physiokratie für, sagen wir, 400. Ein zufriedenstellender Abschluss. Sehr gut. Die Maraten. Den können wir ja ruhig auch diese Sachen hier verkaufen. Jawohl. Die zwei Sachen. So. 800. Ja, die geben mir nur eine Technologie. Die geben mir nur hier diese Ladung. Und ich soll denen Geld geben und noch drei Technologien. Ja, ich meine, spinnen die oder was? Das ist doch, das ist ja vollkommen verrückt, unglaublich. Ob wir da noch ein Gegenangebot hinbekommen? Oh, ich fürchte, die Bedingungen könnten besser sein, aber ich nehme oder ich stimme eurem Angebot zu. Sehr gut. Schön. Gehen wir doch zu den Mogulen als nächstes.
Ihr seht, man kann hier eigentlich ganz gutes Geld verdienen durch die Technologien. Ah, nee, die mögen uns wohl gar nicht. Russland, Mutter Russland. Sprungbajonett. Russland hat nur immer so wenig Geld. Obwohl sie hier als reich dargestellt werden. Na gut, wir sind spektakulär. Ja, ein zufriedenstellender Abschluss, sehr gut. Nochmal 800. Ein zufriedenstellender Abschluss, sehr gut. Das sieht doch schön aus. Können wir noch was verkaufen? Gerade nochmal für 800. Ja, jetzt machen sie wieder hier diese verrückte Sache. Ihr bekommt alle drei. Und wir wollen 1000. Ja, ich fürchte, die Bedingungen könnten besser sein, aber sie stimmen uns im Angebot zu. Ah, die Schweden mögen uns überhaupt nicht. Mal schauen, ob die uns irgendwas abkaufen. Oh ja, wagt nicht zu hoffen, dass dieses Abkommen unsere Abneigung gegenüber eurer Nation mildert. Guten Tag. Also eigentlich verkaufen wir unsere Technologien viel zu billig, aber das Geld nehmen wir doch gerne. So, dann machen wir es noch hier. Wenn es geht. Nee, geringer Wert, aber ich will noch was probieren. Die drei hier für 1000. Wenn sie das nicht machen, dann hören wir auf. Nee, leider inakzeptabel. Na gut, aber schaut mal, wir haben 9000 Dukat jetzt allein durchs Handeln hier mit Technologien gemacht. Das können wir reparieren, das können wir reparieren, das können wir reparieren. Das auch. Und unsere Armee hoffentlich auch. Boah, ja, aber ganz knapp für 4400, das ist sehr teuer. Aber wir brauchen eine starke Armee. So, wie sieht es hier aus? Ja. Hier ist auch alles noch ganz gut. Sehr gut. Dann kommen die mal noch hier runter, bitte. Die Edelmänner können in der nächsten Runde dann marschieren, wie sie es sollen. Haben wir noch irgendwelche Edelmänner? Jetzt schauen wir nochmal die neue Welt, nicht, dass ich da irgendwas vergesse. Ah ja, hier könnten wir eigentlich ausbauen, wenn wir mal ein bisschen Geld hätten. Ja, das ist jetzt gerade so die Phase, wo man wenig Geld hat, wo man viel expandiert. Irgendwann kommt wieder eine Phase, wo man Frieden hat, wo man, also hoffentlich, wo man dann das Geld ausgeben kann und die Infrastruktur steigern kann. Nee, hier ist nichts Besonderes. Das Schiff hier, das segelt noch schön. Sicherheitshalber bestimmen wir das schon mal. Gut, dann würde ich sagen, geht das Ganze doch mal weiter in die nächste Runde. Ach, unser Spion. Ja, und wir sehen natürlich wieder die eiskalten Ebenen Kanadas. Wie sollte es schöner sein, oder, liebe Leute? Aber wenn wir sehen, wie jeder sich bewegt, ist das mir, dann dauert mir das doch zu lang, muss ich sagen. Bin übrigens mal sehr gespannt auf eure ganzen Kommentare zu dem Empire Let's Play. Mir ist schon klar, dass ihr wahrscheinlich sehr viele Schlachten gerne sehen würdet, aber ihr habt an der einen Schlacht gesehen vor einigen Folgen. Ja, das gibt mein Laptop irgendwie derzeit noch nicht her. Also die sind nicht sehr schön und ich möchte mich halt jetzt lieber hier dann, sage ich mal, auf die Strategie, auf die Europakarte In konzentrieren. dieser Provinz gibt es ungenutztes, fruchtbares So, Land. hier haben wir was Die gebaut. Errichtung von Wird Plantagen gleich würde die ausgebaut, jawohl. Exportkapazitäten ihrer Wird Nation es jetzt schon mal. verbessern und Ja. für erhöhtes Wir bauen jetzt hier auch schon mal internationales Einheiten. Handelsabkommen sorgen. Und zwar Milizen, bitte. Zack. Unterentwickelte Plantage. Ja, aber dafür haben wir jetzt kein Geld. Europas China. Arbeiter streiken in Bayern. Ja, jetzt nicht mehr. Aber wir können es leider auch nicht ausbauen, weil das ist dann doch zu viel des Guten. Uns fehlt hier leider ein, ja, so ein Garten, wie die den alle haben. Leider. Ja, hier könnte noch ein Dorf entstehen. 21, Augsburg. Augsburg würde erst entstehen, so spät. Ja, gut. Oh, ein Staatsbeamter stirbt, Johann Barfuß. Das ist immer nie was Gutes, wenn es ein guter Mann war. Ja, das war der Armeetyp. Schade, wir brauchen eigentlich einen guten
Mann in der Armee. Haben wir hier noch irgendwelche Leute? Sieht mir nichts Militärisches aus. Nee, die sind alle nicht sehr militärisch unterwegs. Das kann ich so schon sehen. Geizig und sparsam. Wieso ist jemand, der geizig und sparsam ist, schlecht bei der Schatzkammer? Das verstehe ich nicht. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Das ist auch ein Fünfer hier. Ah, hier hätten wir einen Vierer. Können wir mal schauen, ob wir irgendwas tauschen können, ob das sich lohnt. Ne, da wurden sie schlechter. Justiz hat 3, 4, 5, 6, 7. Ne, die wurden beide schlechter, das machen wir nicht. Ne, das auch nicht. Regierung. Ne, das auch nicht. Ne. Dann tun wir nur den hier mal austauschen. Bitte mal nur kurz den schlechten hier weg. Und dann kommt noch der gute in Amerika dazu. Genau, jetzt haben wir hier einen Stern mehr immerhin. Baden-Württemberg. Ach ja, da kam die Armee nicht ganz an. Schade. Wie viel Minus haben wir? Oh, minus 1 nur. Okay. Können wir vielleicht hier noch was abziehen? Gerne eine normal starke Einheit. Ja, können wir. Will hier auch die Steuern haben, weil es sind sowieso keine Dörfer übrig, aber wir haben uns leider ein bisschen verschaut. Nicht möglich, Sir. Na, das gibt's doch nicht. Naja, gut, da müssen wir hier wohl noch eine Runde warten, aber mit zwei Einheiten sollte es dann auf jeden Fall hier reichen. Ich habe echt ein bisschen Angst vor den Franzosen, weil die haben jetzt kein Expansionsgebiet hier mehr. Kriegen wir hier nicht noch ein Bündnis hin? Bündnis. Es gibt auch schöne Technologien. Es gibt auch 2000 Gold. Nein, wollen sie nicht. Na gut, da können wir dann leider nichts machen. Ungewohnt derzeit wieder Friedensform und schaut mal, Sachsen. Wo sind denn die hier unterwegs? Aber nur mit drei Einheiten. Na gut, die sind wahrscheinlich im Krieg mit Österreich. Ja. Mit den Polen natürlich. Okay. So, und ich weiß, wo wir was ausbauen können, wo ich immer schon vergessen habe. Hier. Das kostet 2000. Hier wird noch fleißig rekrutiert. Gut. Ne, rekrutieren, denke ich, möchte ich jetzt erstmal nichts mehr. Ich. Oh, wo gehen wir hier hin am besten? Ich will möglichst viel sehen. Wien. Ja, müssen wir in der Zukunft mal schauen. Was sind eigentlich nochmal unsere Ziele hier? Ja, wir brauchen irgendwann Danzig und Polen. Das sind die zwei Sachen, die wir hier so von Polen-Litauen eigentlich nur bräuchten. Dänemark brauchen wir auch. Oh nein, ja, und da haben wir unsere Chance verpasst, Leute. Schande. Das sehe ich leider jetzt erst. Ja, das war vielleicht ein Fehler von mir, dann doch nicht die Dänen anzugreifen. Okay, das heißt, wir müssen irgendwann auch Krieg gegen die Schweden führen. Eieieiei. Wir brauchen Kopenhagen. Wir brauchen noch Elsass-Lothringen, da müssen wir auch irgendwann gegen Frankreich kämpfen. Das ist echt nervig. Wir müssen hier irgendwie immer nur wegen einer Provinz oder höchstens wegen zwei Provinzen gegen irgendeinen Feind kämpfen. Na gut, am meisten noch gegen die Österreicher. Aber wir gehen jetzt erstmal in die nächste Runde. Wir wollen uns erstmal hier konsolidieren. Ach ja, gut, das. Ah, kein Schnee mehr in Kanada. Naja, ein Ort des Lernens und der Kultur, natürlich. Was sonst? Wir sind hier eine Hochkultur der Technologie in Preußen. So viele Schulen wie wir hat kein anderer. Bildungseinrichtungen en masse. Das leben wir. So, was haben denn die Russen Schönes gemacht? Oh, ich glaube, die haben von den Schweden wieder was erobert, die Russen. Die Dänen existieren ja immer noch. Mit Island. Oben links auf der Minimap, falls ihr es seht. Aber da werden sie meistens nicht angegriffen. Ich meine, da könnten wir sie angreifen, wahrscheinlich ohne Probleme. Aber ja, muss man jetzt auch nicht unbedingt machen. Ein Agent. Macht das unsere Beziehungen schlechter, wenn ich den da hinschicke? Ich habe ein bisschen Angst, deswegen. Ich tue den mal nur an unsere Grenze stellen.
So, die Einheiten mal bitte alle rein. Jetzt machen wir hier auch noch Geld. Schön. Ah, und wir können jetzt hier diese Sachen verbessern. Das machen wir mal hier und in unserer Hauptstadt. Dann können wir auch in Zukunft gute Armeen ausheben. So. Dann. Zwei Sachen. Ach ja, gut, das wäre ja auch wieder hier Militär. Das geht noch nicht. Wir erforschen alles noch fleißig. Ja. Schön. Kann man hier nicht mehr noch irgendwas bauen? Wir könnten mal noch kurz schauen. Hier sind zwei, genau. Industrie, Industrie, okay. Und Aufklärer. Und was wird hier erforscht? Das ist Magdeburg. Industrie. Nee, das ist Aufklärung, oder? Ja. Und in Coburg wird Industrie erforscht. Das heißt, wir schicken. Du warst es, oder? Ja. Ja, und es wurde auch gleich schon besser. Sehr gut. Schön. So, ein Agent im Rheinland, das haben wir gesehen. Ach, genau, der Lehrplan wurde in Marburg. Ja, gut, die Karabiner, die brauchen wir, denke ich, nicht. Wen haben wir denn in Marburg Schönes? Kann ich da nicht mal... Ach ja, hier. Militär, Technologien. Industrie, Industrie, Militär. Also hier würden sich immer Militärtechnologien anbieten, aber da gibt es, finde ich, derzeit keine. Oder ich weiß nicht, wie das ist, wenn ich jetzt vor allem... Ja, Unterhaltskosten erhöhen sich, dann machen wir das sicher nicht. Wenn ich jetzt halt nur die Kampagnenschlachten mache, ohne selbst die Schlachten zu führen, dann bringt mir ja die Quadratformation nicht besonders viel. So. Industrie hieß es noch, ne? Machen wir doch die Messwerkzeuge, dann können wir unsere Straßen dann ausbauen. Obwohl, machen wir erstmal das hier. Lieber die Bauernhöfe. Mehr Bevölkerung ist immer gut. So, das sieht gut aus. Das heißt, dann können wir in die neue Welt gehen und investieren. Könnten hier investieren. Ja, machen wir auch. Ja, sehr gut. Bringt auch noch keine Minuszufriedenheit. Eigenschaften. Wir haben in Georgia hier das gebaut. Das heißt, wir handeln auch schön. Sehr gut. Einheit rekrutiert in Georgia. Können wir hier nochmal was rekrutieren? Ne, wird aber zum Glück noch rekrutiert. Soweit, so gut. Und ich würde sagen, wir sind am Ende der Folge angelangt. Wir sind gut vorangekommen. Jetzt sind wir nur noch mit den Cherokee im Krieg. Ja, gut, und mit den Piraten natürlich. Aber die Cherokee sollten wir, denke ich, schon schaffen. Die sind nicht so stark. Wir bauen hier ein bisschen unsere Armee aus und dann werden wir hier vormarschieren. Dann gründen wir hier unsere preußische Kolonie. Und dann schauen wir mal, wie es in der nächsten Runde weitergeht mit Empire Total War und mit mir, Gaius Julius Caesar. Also, alles Gute und bis zum nächsten Mal.